Ja, hallo, willkommen zurück auf The Hitchhiking Teacher. Mein Name ist Jonas und ich bin jetzt seit einer Woche hier im Ökodorf Tempelhof. Ja, und ich treffe jetzt hier den Max, der möchte mir was über das Earthship verraten. So. Hey Jonas. Hi Max, servus. Hey. Schön, dich zu sehen. Ganz meinerseits. Cool. Ich habe gehört, dass es hier so ein Haus gibt, welches man das ganze Jahr nicht heizen muss. Ja, richtig. Hast du Bock, das mir zu zeigen? Ja, gern. Das ist Cool. das Airship. Sieht man schon hier. Genau, es ist ein Gebäude, was komplett Richtung Süden ausgerichtet ist und was die Sonne erntet. Und neben der Sonne erntet es auch das Wasser und stellt dann durch 25.000 Liter Wasserzisternen das dann auch wieder zur Verfügung. Und es wie in einem Gewächshaus, gerade so vom Gefühl her, von der Wärme und von der Feuchtigkeit. Ja, also dieser Flur, das ist unsere Pflanzenkläranlage. Und hier wachsen Maracujas und Feigen und eine Banane. Es riecht auch so ein bisschen süßlich. Ist das die Maracuja, könnte es sein? Also es kann sein, die ist ja auf jeden Fall hier am Anfang. Die haben wir jetzt gerade ganz stark nachgeschnitten über den Winter. Sonst wuchert die uns alles zu. Und was heißt Pflanzenkläranlage? Also Grauwasserkläranlage. Das heißt, hier von der Dusche und Badewanne und von den Handwaschbecken läuft das Wasser hier rein in die Bodeneinläufe und filtert dann sozusagen oder bewässert die ganzen Pflanzen. Der Wärmeeintrag von dem warmen Wasser ist nämlich dann auch noch im Haus und geht nicht in die Kanalisation. Und dann steht es wieder für die Toilettenspülkästen zur Verfügung. Und hier ist es jetzt, also wir haben jetzt gerade Anfang Februar und es ist ziemlich kalt draußen. Also wie kann es sein, dass es hier jetzt so warm ist? Also es ist echt wie in einem Gewächshaus hier drin. Wie funktioniert das? Also es ist einfach, heute hatten wir einen sonnenreichen Tag. Das heißt, seit heute Morgen irgendwie um 9 scheint die Sonne hier rein. Es ist einfach total viel Direktsonnenlichteinstrahlung. Und das Gebäude ist so gebaut, dass die Winkel optimal eingestellt sind. Das heißt, es ist aber auch die Einstrahlung, dass jetzt die Sonne so flach ist, dass die dann in die Wohnräume reingeht. Und dann haben wir sehr dicke Wände. Also wir haben ja, das Gebäude besteht ja aus Autoreifen zum Großteil, die Oh. als Schalung dienen. 1300 Autoreifen sind hier lasttragend verbaut. Wo sind die drin? In Kannst den du es Wänden. zeigen? Wir haben das Gewächshaus hier vorne. Wir haben die Sonne. Im Sommer mit einem hohen Sonnenstand haben wir praktisch die Sonne nur im Gewächshaus vorne drin und hier hinten nicht direkt rein. Und im flachen Sonnenstand kommt es bis so 1,20 Meter hinten an der Rückwand. Und die Rückwand ist auch eine Autoreifenrückwand. Das sind 11 Lagen Autoreifen, 980 Autoreifen, die verdichtet sind mit Erdsubstrat und dann auch lasttragendes Dach mittragen. Und die Rückwand ist sehr groß. Da sieht man auch, wo die Zisternen eingebaut sind. Da oben die Entwässerung vom Dach. Und die Rückwand und der Fußboden, die speichern die Wärme und geben die dann wieder in den Raum ab über Strahlungswärme. Wenn es im Sommer zu warm ist, dann ist es so, dass man hier oben die Airmasters aufmachen kann, die Klappen, die man hier oben sieht. Und dann saugt es von Norden kalte Luft nach über ein Thermosifon. Das wird sehr warm im Gewächshaus. Und die warme Luft steigt nach oben und zieht dann kühle Luft vom Norden nach zur Klimatisierung des Gebäudes. Das Gebäude haben wir gebaut 2015 mit 70 Helfern in 7 Wochen. Das sind Helfer gewesen, so Menschen zwischen 25 und 35 aus 17 Nationen und haben dann mit der Firma Biotecture, die das Ganze entwickelt haben in den letzten 40 Jahren, der Architekt Michael Reynolds war da auch da, das umgesetzt und dann haben wir vor allem den Innenausbau gemacht. Was ist das da? Das sind Bottle Bricks.
Also das ein Element, was in Airships verbaut ist, das sind zwei Glasflaschen, die man durchschneidet, zwei Böden, die miteinander verbunden werden, zu einem Baustein. Und das Interessante ist, dass da halt Licht durchkommt. Also man sieht dann, wie das Licht da durchscheint. So, hier oder da drüben. Und es ist eine Möglichkeit halt mit Reststoffen, Recyclingstoffen oder so, auch als Baumaterial Gebäudesubstanz zu entwickeln, die auch irgendwie einen Charme hat. Ja. Und hier kommen wir jetzt in unser großes Wohn-Esszimmer. Wir sind ja hier derzeit ungefähr 25 Menschen, die an dem Platz wohnen, also einer von den unterschiedlichen Wohnmöglichkeiten hier am Tempelhof. Und das ist unser Wohnzimmer. Das heißt, wir haben 14 Stellplätze außen, wo Jurten, Wagen, unterschiedliche Moduleinheiten stehen. Und wir treffen uns hier, um zu essen, zu kochen, zusammen zu leben. Und es gibt die Möglichkeit, aber auch seinen Rückzugsraum dann in den jeweiligen Einheiten zu haben. Das heißt, hier drin wohnt ihr und kocht ihr und da draußen in den Bauwegen und kleinen Häuschen hat jeder so seinen oder ihren Rückzugsraum. Richtig. Danke dir, lieber Max. Gern. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag Ja. Gutes und Weiterreisen dir. danke. Ciao. Ciao. So lustiges Leben. Also die Geschichte von den Earthship, wie das entstanden ist in den letzten 40 Jahren, ist schon einfach spannend auch zu sehen. Die sind zusammengekommen, haben überlegt, okay, wie kann man in der Wüste sich selbst versorgen? Und alles off-grid, ohne Anschlüsse, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Energiezuführung. Trotzdem sich angenehm als Mensch beherbergen. Mit Temperaturschwankungen einfach in Taos, New Mexico, wo die sind zwischen 40 plus und 30 minus, mit viel Regen zu einer ganz kurzen Zeit und wenig Regen im ganzen Sommer. Und es funktioniert. Ja. Und du kommst rein im Winter und es ist mollig warm. Und du bist im Sommer und es ist angenehm kühl. Und in Deutschland ist ja Wärme ein großer Energieverbrauch eigentlich. Und hier kann man plötzlich die Winde durchkommen, ohne zu heizen. Okay, also wenn wir jetzt Bock haben, so ein Airship selber zu bauen, dann brauchen wir, was brauchen wir dafür? Also erstens braucht man Motivation. Das Ganze in Deutschland oder in anderen Ländern so hinzukriegen, dass man es bauen kann. Und da braucht man viele Menschen, die richtig Bock haben zu bauen. Und die Empfehlung ist, recycelt erst und plant dann detailliert. Weil dann kann man mit den Materialien gut arbeiten. Und wir haben ja hier die Situation, dass es Material im Überschuss gibt. Also wenn man da einen Zugang hat, dann kann man sich ganz viel organisieren. Und wenn man das in die Planung einfließen lässt, dann kann man das umsetzen. Und dann kann man sich so eine wohlige Höhle bauen, die einen das ganze Jahr versorgt mit Wärme, ein bisschen Nahrungsmitteln, Wasser und Strom. Und dann kann Mensch sich auch nach getaner Arbeit gemütlich hier in die Hängematte legen. Genau, das Hauptspielzeug von den Kindern hier.